Ja, tollster Sex, tollste Liebeserlebnisse, aber nicht irgendwie mit irgendwelchen Prostituierten, die uns hassen, oder mit irgendwelchen Callboys, die uns eigentlich hassen, die sich dafür hassen, dass sie des Geldes wegen das machen müssen, oder ja, sondern echte Liebe und so weiter. Wie geht das? Ja, das geht ausschließlich, also echte Liebe, die auch mit Kindern einhergeht und mit, ja, den halben Tag befriedigende sexuelle Erlebnisse. Wie geht das? Das geht nur mit diesen beiden Büchern. Unten in der Infobox den ersten Link anklicken, dann komme ich hierhin, ne? Ja, im Dark-Modus. Sie haben es wahrscheinlich im Hell-Modus. Aber sozusagen im Paradies der klugen, reichen und schönen Leben, vernünftige und vermögende aller Länder, vereinigt euch, lieber Milliardär, Professor und so weiter. Ja, Wissenschaft muss, denke ich, mutiger werden und auch mal Klartext sagen, hier in dem ersten Infotext. Befriedigendste Liebeserlebnisse 10 bis 100 Mal öfter als jetzt gibt's nur mit diesen Büchern. Nur mit diesen Büchern. Ohne diese Bücher gar nicht, weil die Bücher auch gleichzeitig die Eintrittskarte zu dem Einbürgerungstest sind in das Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes und in das hoffentlich bald gekaufte erste Gemeinwohlland der Erde, hoffentlich im Süden von Kanada oder so, ja. Also auf jeden Fall geht alles über diese Bücher und die Bücher sind dann auch nach den Einbürgerungstests, wären die auch sozusagen die Eintrittskarten, ne? Und wahre Liebe, Wärme, Geborgenheit, Mega-Orgasmen. Natur gönnt uns eigentlich 10 bis 100 Mal mehr Glücksmomente. Ja, das ist es. Und das werde ich jetzt gleich beschreiben, wie das praktisch aussieht. Rezensionen mit Lückenkürzer, die kann man sich angucken. Unten sind ganz viele Rezensionen, Thalia, Hugendubel und so weiter. Naturwissenschaft. Die Natur gönnt uns Menschen 10 bis 100 Mal mehr Glückserlebnisse und sehr viel mehr Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand. Einflüsse von außen brachten uns aber dazu, uns einzureden, ich bin doch schon glücklich, ich bin doch schon glücklich. Und zum Beispiel unser armseliges Liebesleben zu ertragen und für normal zu halten. Entscheiden auch Sie sich gegen diese Außeneinflüsse. Nein, auch ich will nicht sterben, ohne jemals das ganz große Glück genossen zu haben, das die Natur uns eigentlich gönnt. Das soll noch nicht alles gewesen sein und so weiter, ne? Also das heißt, um da noch mal ganz klar zu sagen. Also, das, was viele reiche, vermögende Menschen machen, dass sie irgendwelche Partys haben mit irgendwelchen gekauften Frauen und so weiter, das ist doch Schrott. Diese Menschen hassen uns, hassen, also oder Leute gehen zu Prostituierten und diese Frauen oder diese Callboys, eigentlich hassen sie doch die Personen, mit denen sie da zu tun haben,
Denn das ist doch nicht freie Wahl und nicht natürlich und so weiter. Bei uns gibt's das, und das ist die einzige, diese zwei Bücher sind der einzige Weg zu dem ganz großen natürlichen Glück. Und es gibt eine Art, wir sind die Parallelart zu Panpaniscus Bonobo. Bonobos sind bekannt für ihr befriedigendes Liebesleben im pazifistischen Kontext. Und wir sind die Savannenbonobos, fälschlicherweise genannt Homo erectus und Homo sapiens, aber eigentlich hätte man uns Savannenbonobos nennen sollen. Wir sind die haarlosen Savannenbonobos mit dem etwas größeren Gehirn. Und genetisch haben wir noch alle Merkmale. Nichts Grundsätzliches ist bei uns genetisch in den letzten Jahrtausenden der Sexualitätsunterdrückung ist trotzdem unsere Genetik immer noch nicht umkonstruiert. Unsere Sexualorgane sind nach wie vor riesig und so weiter und sind auf der Ebene der gleichen Größenordnung wie bei den Bonobos. Ganz im Gegenteil, zum Beispiel von den nicht in Gruppenfamilien und Gruppenehen lebenden Harems, sondern der Gorillas. Die Gorillas leben also nur ein Mann, viele Frauen. Und aber die Bonobos und wir sind von Natur aus programmiert für viele Männer und viele Frauen, viele miteinander verwandte Männer mit vielen Frauen. Und jetzt schildere ich Ihnen mal den Tagesablauf, der Sie erwartet, den wir im Botschaftsgelände Köln, des ersten Gemeinwohllandes der Erde, nur in Ansätzen werden realisieren können, in großen Ansätzen, soweit, weil ja noch die deutsche Gesetzeslage dann gilt, gibt es tatsächlich das erste Gemeinwohlland der Erde und sind wir dann tatsächlich ein echtes Botschaftsgelände, dann gelten dort die freizügigen Gesetze des ersten Gemeinwohllandes, die also so als oberstes Gesetz haben. Wir freuen uns über jedes Liebeserlebnis unserer Bürger, denn das ist die eigentliche größte Glücksquelle, dass Menschen, die seit zigtausenden, hunderttausenden, tausenden, sagen wir seit vielen, vielen tausenden von Jahren massivst unterdrückt wurde in dieser kranken Welt. Und das macht natürlich das Gemeinwohlland nicht mit. Und wie findet so der Alltag statt? Eine junge Frau, gerade die Pubertät quasi hinter sich, voll geschlechtsreif, große Brüste, hübsche Körper, bereit fürs erste Kind und fürs erste Kind kriegen, zieht los und schaut sich die anderen circa 150 Personen umfassenden Gemeinschaften aus Männern, Frauen und Kindern an. Und wenn sie sich vorstellen kann, mit diesen allen Sex zu haben, Körperkontakt zu haben, die alle sympathisch findet, sexy findet und so weiter, dann entscheidet sie sich für eine dieser Gruppenfamilien, die mit allen anderen in pazifistischer Beziehung leben, in liebevollen Besuchskontakten leben, mit den Nachbargruppenfamilien. Und dann gehen diese jungen Frauen hin und dann findet die Hochzeit statt. Die Hochzeit, die Hochzeit, die Hochzeit. Die jungen Frauen nähern sich als erstes den Frauen der Gemeinschaft an, also sie merken schon, das handelt sich, die Frauen sind in unserer und der Bonobo-Genetik 100%ig bisexuelle Lebewesen. Vielleicht ist sogar das Matriarchale, das Frauenzentrierte, das
Homosexuelle, bei den Frauen das, also das lesbische Element, das wichtigere als das insgesamt bisexuelle Element. Denn normalerweise sind diese Frauen gegenüber anderen Frauen und deren dann zukünftig kommenden Kindern eher rivalisierend, stutenbissig, eifersüchtig, konkurrierend. In der Natur werden ganz oft Kinder getötet von anderen Frauen und so weiter und übrigens auch von anderen Männern. Aber wie ist das bei uns Bonobos, uns Savannenbonobos und den Urwaldbonobos, wie ist das da völlig anders konstruiert genetisch? Wir, die jungen Frauen kommen und beginnen Zärtlichkeiten mit einer Frau nach der anderen, haben mit der gemeinsam Orgasmen, die Frauen der bisherigen Gruppenfamilie, also der Gruppenfamilie, in die junge Frau einwandern will, verlieben sich in diese junge Frau, und wenn die dann später Kinder bekommt, dann ist das eine Liebesbeziehung und man tötet nicht die Kinder der Frauen, mit denen man in Liebe ist und mit denen man wunderbarste Orgasmen hat. Das weltberühmte Gigi Rubbing, Genital Rubbing, also Genitalien an Genitalien reiben, sozusagen, ist vielleicht dann sogar der größte Orgasmus, also bei den Bonobos und so weiter. Also die Frauen holen sich ihre volle sexuelle Befriedigung mit den anderen Frauen, und aber das reicht auch noch nicht, und dann haben diese jungen Frauen, und dann geht die Hochzeit über von den Frauen der Gruppe zu den Männern der Gruppe, die alle miteinander verwandt sind, Onkel, Neffen, Großväter, Väter, Kinder, Söhne und so weiter. Bei uns Bonobos, egal welche Art Bonobos, wir sind Muttersöhnchen, da bleiben die Jungs immer tendenziell bei den Müttern und die Töchter wandern ab und suchen sich eine andere Liebesgruppe, eine Gruppenfamilie, Gruppenehe, Gruppenfamilie, in die sie sich einlieben. Ja, und diese Hochzeit, diese Hochzeit, das ist echter Sex, ja, das sind totale Orgasmen, bildhübsche junge Frauen kommen sozusagen und wollen letztendlich und bekommen ihr erstes Kind, und niemand weiß, wer der Vater welches Kindes ist, weil die Männer, die ja miteinander verwandt sind, das müssen wir natürlich versuchen, auch im Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes und im Gemeinwohlland herzustellen, dass möglichst viele eng verwandte Männer miteinander Gruppenfamilie auch mitbedeuten. Die Frauen können so verschieden sein, wie sie wollen. Wichtig ist nur, dass mit der Zeit die Männer sich immer ähnlicher werden, weil dann kann auch niemand jemals mehr feststellen, wenn also alle Männer sozusagen miteinander verwandt sind, dann kann, und je homogener diese Gruppe wird, dann kann niemand mehr feststellen, welches Kind denn von wem gezeugt wurde. Und dann verschwindet das in der Natur total normale Verhalten, töte die Kinder anderer Männer und versuche selber mit diesen Frauen Kinder zu haben. Das verschwindet total, so dass wir dann also auch, dass es keinerlei Eifersucht, wie auch in den restmatriarchalen Kulturen, die man noch beobachten konnte, sozusagen keinerlei Spuren von Eifersucht und Rivalität und so weiter und Kindstötung finden konnte. Also wir Männer wissen nicht, welches Kind das einzige in der Gruppe von uns ist. Also wenn wir jetzt irgendein Kind töten würden,
oder schikanieren würden, dann wäre es ja vielleicht unser einziges genetisches Kind und wir würden uns dann zum Aussterben verurteilen. Also das heißt, das machen gesunde Lebewesen nicht. Also wir behandeln alle Kinder der Gruppe, alle Kinder aller Frauen, auch der Neukommenden, mit denen wir gerade Hochzeit erleben, tiefste Orgasmen und so weiter. Und wir sind eben genetisch programmiert auf diese Abwechslung, sowohl die Frauen als auch auf die Männer. Also erfülltes Liebesleben, befriedigendste Liebeserlebnisse 10 bis 100 Mal öfter. Also fragen Sie sich, wie viel oft haben Sie Sex die Woche? Ja, so ja, ein, zweimal. Ja, oh, Sie mit Ihrem Arm, wir mit unserem armseligen Liebesleben, ne? Das ist eben ein armseliges Liebesleben. Bonobos haben 72 Mal die Woche befriedigende, tiefe Orgasmen, ne? Oder jedenfalls Sex, ne? Und wie gesagt, wir wollen daraus ja keinen Leistungssport machen. Jeder so wenig und so viel, wie er mag. Aber im Gemeinwohlland, im Botschaftsgelände Köln, des ersten Gemeinwohllandes, ist tendenziell sozusagen, ja, darf, macht jeder so viel Liebesleben, wie er möchte. Und ja, und dann irgendwann kommt die nächste junge Frau und liebt sich ein und dann ist wieder Hochzeit und mit all den anderen, die alle Männer haben, die ganze Zeit Sex mit allen Frauen, die da sind, also quasi. Die Hochzeit mit den jungen Frauen, die kommen, ist ja nur ein ganz kleiner Aspekt des Liebeslebens. Die anderen Frauen sind ja auch alle da und man liebt sich, alle lieben sich sozusagen und alle Männer kümmern sich, schenken alles, was sie haben, den Frauen und Kindern und verhalten sich väterlich liebevoll gegenüber jedem Kind der Gruppe. Und ja, das, und dann kommen die großen Liebespartys. Ab und zu kommt es zu Begegnungen und Besuchen mit den anderen Gruppenfamilien rundum. Und dann weiß man ja, welches sind Verwandte, weil das, die eigenen Töchter sind ja alle abgewandert in andere Gruppenfamilien, also auch in deren Gruppenfamilien. Ja, ich kann ja dazu mal ein Bild zeigen. Moment, wo haben wir denn die Bilder? Jetzt gucke ich mal, ob ich das irgendwo auf die Schnelle finde. Ich glaube, diese Richtung ist nicht die richtige. Ja, da war es doch schon. Also hier, unsere Töchter wandern ja ab in die anderen umliegenden Gruppenfamilien, suchen sich jeweils eine aus, wo sie die Leute am sexiesten finden und vorstellen können, sich zu verlieben. Und sie müssen sich vorstellen, Gemeinwohlland, das bedeutet, dass die Menschen 1000-mal hübscher sind als in Deutschland, ja. Denn in Deutschland, wir sind ja alle nur Totalopfer und Wracks und entstellt und hässlich, dadurch, dass wir von Krankheit zerfressen sind und von all dieser kranken Welt ja hässlich wurden. Im Gemeinwohlland wird es mit der Zeit nur noch wunderschöne Menschen geben. Ja, weil das ganze Kranke ja aufhört, der ganze kranke Kapitalismus, diese kranke Welt, die uns so hässlich gemacht hat, das dürfen Sie sich gar nicht mehr vorstellen, hässlich und stinkend, ja, gucken sich in Deutschland die Menschen an, hässlich, entstellt, stinkend, übergewichtig, ja, hässliche Monster. Eigentlich hinterlässt diese kranke Welt, erzeugt der Kapitalismus, denn das bringt am meisten Geld nun mal. Ne? Ja, und
dann besuchen, wenn wir also hier diese Gruppe zum Beispiel hier besuchen und mit ihr ein rauschendes Liebesfest haben, dann ist es klar, wir wissen natürlich, welches unsere Töchter waren, die Töchter unserer Gruppenfamilie sind und deren Kinder, die sind mit uns verwandt, mit denen haben wir natürlich keinen Sex, natürlicherweise. Und aber mit allen anderen haben wir ein rauschendes Liebespartyfest sozusagen. Und das ist also der Alltag. Jetzt haben wir natürlich eine Einschränkung, auch wenn wir ein Gemeinwohlland hätten und aber noch nicht alle anderen Länder, alle 200 Staaten der UNO auch Gemeinwohlländer sind, dann haben wir es dort mit bösartigen, kranken, kapitalistischen Ländern zu tun, die brandgefährlich sind. Deswegen werden wir nicht so leben können, dass wir 3 Stunden täglich arbeiten, 7 Tage die Woche, 20 Stunden die Woche, ja, insgesamt circa eine 20-Stunden-Woche und den Rest mit Liebe, Bewegung, Tanzen, Sport, gesunde Ernährung und all dem und Sex und Liebe und Sex und Körperkontaktmassage, Streichelmassage und all diesen schönen Dingen zu tun haben. Das werden wir uns am Anfang vielleicht nicht ganz machen können, weil wir sozusagen wirtschaftlich konkurrenzfähig bleiben müssen. Das wird natürlich dadurch sehr leicht, dass dann irgendwann natürlich alle Milliardäre der Welt und alle Großunternehmen der Welt ins Gemeinwohlland hereindrängen oder sich bewerben, natürlich nur reinkommen, wenn sie diese 2 Bücher und die Einbürgerungstests und alles dann auch bestehen, sozusagen. Trotzdem werden wir darauf achten müssen, dass wir vorsichtig sind, ob wir wirklich dann schon auf 3 Stunden runter können, Arbeitszeit pro Tag runter können und den Rest mit Liebe und mit Sport und anderen Sachen verlustieren können sozusagen, oder ob wir ein bisschen mehr arbeiten müssen, 3, 4, 5, 6 Stunden am Tag oder so arbeiten müssen, damit wir geschützt genug sind. Denn wir müssen ja zum Beispiel Mitglied der NATO werden und müssen dann ja einen Wehrbeitrag für die NATO leisten, damit wir geschützt sind, damit wir nicht abgeschlachtet werden. Und wir müssen ja auch mit dem, was wir arbeiten, was die einzelnen Gruppenfamilien arbeiten, in welchen Branchen die arbeiten, müssen wir ja wirtschaftlich voll konkurrenzfähig bleiben, was natürlich auch einfach ist, wenn die erfolgreichsten Unternehmen der Welt Teil des Gemeinwohllandes sind und dort eben dann entsprechende Filialen sind und die fähigsten Leute aus aller Welt und klügsten Leute aus aller Welt dann im Gemeinwohlland in den Gruppenfamilien leben und arbeiten und sozusagen, wobei übrigens wir werden sich vielleicht auch, also sicherlich auch, ist es kein Zwang, in solchen Gruppenfamilien zu leben. Wir werden gucken, ob es sich auch verträgt, dass auch die heutigeren, kränkeren Lebensformen, Monogamie und so weiter, ob das sich verträgt oder ob aus diesen dann wieder zu viel Verbrechen, zu viel Eifersuchtsmorde oder zu viel Krankes sozusagen raus resultiert. Aber wir werden vielleicht offen dafür sein, damit zu experimentieren, ob Gruppenfamilien und anderes in andere Lebensweisen und Formen, Zwangshomosexualität und solche Dinge, Zwangsheterosexualität, ob all diese Dinge dann auch harmonieren oder ob diese aus unserer Sicht ja kranken Lebensweisen dieser kranken Welt dann eher auch zu großen Störungen führen und so weiter. Und dann wird man schauen,
ob das dann sich vertragen kann. Also für ja, aber ich glaube, ich habe jetzt genügend geschildert. Noch einmal, also und wenn dann also ja dieses Gemeinwohlland, das wirtschaftlich reichste Land der Erde wird, mit den reichsten Menschen, mit den höchst entwickelten Technologien, dann kann es sein, dass wir mit den 3 Stunden pro Tag Arbeitszeit wirklich voll auskommen. Ich kann es nur nicht garantieren, ja. Wir müssen uns danach richten, wie verrückt die Welt außen um uns ist, denn den Fehler haben ja die Indianer, die Indios, der Irak, die Ukraine und so weiter alle gemacht, dass sie nicht drauf geschaut haben, keine Information gesucht haben. Wie verrückt ist denn die Außenwelt? Die Indianer und Indios, die wussten halt nicht, dass es da in Europa eine ganz kranke Welt gab, die vollkapitalistische kranke Welt, die einfach Mörderbanden waren und sie abschlachten werden, weil sie mit ihren 3 Stunden Arbeitszeit am Tag einfach technologisch, waffentechnisch nicht verteidigungsfähig waren gegenüber diesen Mörderbanden aus Europa. Ja? Und ja, uns Mörderbanden aus Europa. Ja, und so ist also Vorsicht gewahrt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dieses superreichste Land der Erde, das erste volldemokratische Gemeinwohlland, wo alle erfolgreichen und superklugen Menschen der Erde hinwollen, aber nur wenige den Einbürger- und die Einbürgerungstests bestehen können, dass das so reich wird, dass wir auch mit 3 Stunden Arbeitszeit am Tag von Anfang an vollständig auskommen und vollständig damit leben können. Denn wenn genügend Vermögen da ist, können wir ja das, was wir als NATO-Beitrag leisten müssen, zum Beispiel, dass wir auch Raketen, Abwehrsysteme oder ja, Raketen zur Verfügung stellen, wo die NATO sagt, ja, ihr seid ein wertvoller Beitrag zu unserer Gesamtstrategie, weltweiten Gesamt-NATO-Strategie. Euch nehmen wir natürlich gerne und mit Kusshand auf als circa 31. NATO-Mitglied. Ja, dann könnte es sein, dass wir mit 3 Stunden am Tag auskommen und wir dann tatsächlich dieses Bonobo-Leben parallel zu den Urwald-Bonobos, die Urwald-Bonobos und wir Savannen-Bonobos wieder unsere Natur leben dürfen. Ja, also so viel zum Paradies auf Erden und in den Büchern steht halt die genaue. Die Bücher sind quasi so eine Art Bibliotherapie, die sind eine Art Therapie durch Buch, wo sie die 30 Zentralirrtümer, die ihre Psyche kaputt gemacht haben, die sie seelisch kaputt gemacht haben, die sie zu Monstern tendenziell verwandelt haben bisher, wie sie die, dass sie diese Zentralirrtümer erkennen und rausschmeißen können und wieder ganz natürliche Lebewesen werden. Und sozusagen und damit geeignet werden für das Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes und für das erste Gemeinwohlland. Und wie gesagt, das Botschaftsgelände Köln, das können wir jetzt sofort machen. Und noch einmal ein Wort an alle Frauen und weiblichen Wesen, ja. Also, liebe Frauen, natürlich sind wir uns bewusst, dass unsere kranke Welt euch natürlich, bei euch natürlich, eure Sexualität, eure multiple Orgasmenfähigkeit und alles, euer Liebesglück am stärksten unterdrückt hat. Denken wir nur an die Hexenverbrennung, wo es darum ging, die weibliche Sexualität total zu unterdrücken und von der Welt zu beseitigen und so den Konsum von Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten heutzutage und so weiter und von allen Konsumsuchtkäufen sozusagen anzukurbeln, indem wir einfach aus unserer Welt die weibliche Pansexualität rausgenommen haben, also die Bisexualität der Frauen vernichtet haben. Ne? Ja, aber lest diese Bücher, dann werdet ihr erkennen, dass ihr nie, alle
liebe Frauen, alle sterben werdet, ohne je gelebt zu haben, wenn ihr nicht, und zwar nicht nur auf so eine krankhafte Weise wie im Tantra, in diesen Geschäftsmodellen Tantra, sondern wirklich echt in Kontakt kommt mit eurer Körperlichkeit, mit eurer Sinnlichkeit, mit eurer Fähigkeit zu multiplesten Orgasmen und zu tiefster Befriedigung und so weiter. Und sozusagen herzlichst eingeladen, sozusagen befreit euch von dieser viele tausende Jahre währenden Unterdrückung eurer Sexualität. Das war das größte Anliegen dieser kranken Welt, eure Sexualität runterzuknüppeln. Und befreit euch davon. Und da gibt's nur zwei Orte auf der Welt. Der eine ist noch nicht bekannt, das erste Gemeinwohlland der Erde, aber bekannt ist das Botschaftsgelände Köln, des ersten Gemeinwohllandes der Erde, wo ihr euch sofort melden könnt. Die Telefonnummern und Anrufzeiten findet ihr auch in den Leseproben. Also ich gehe nochmal zurück hier, wo ist es? Ich brauche doch eigentlich nur hier draufklicken, ja, dann habt ihr ja hier diese ganze Beschreibung, die könnt ihr alles lesen und die ganzen Rezensionen würde ich euch empfehlen zu lesen. Ja, und hier, es geht vieles erstmal gar nicht um Sex und Liebe und Liebeserlebnisse, sondern lest einfach mal erst all das, was da kostenlos zu lesen ist. Und wie gesagt, im zweiten Band steht dann also dann hier, da sind die Rezensionen, hier es geht los mit Thalia, Rezensionen, die Leute bei Thalia Buchhandel geschrieben haben, bei Hugendubel und so weiter. Und als der Platz nicht mehr gereicht hat, wurden diese Linkkürzer verwendet. Und hier noch österreichische Buchhandlungen und so weiter. Und dann müsst ihr natürlich alles lesen. Wenn ihr jetzt anklickt, kommt dann das Buch 2. Ne? Das ist dann hier. Da müsst ihr natürlich weiterlesen, weil da dürft ihr auch kostenlos lesen. Aber ist natürlich klar, dass ihr in diesen ausführlichsten Leseproben immer nur die sanften, behutsamen Einführungen lesen dürft. Denn es geht immer darum, ganz langsam hinzuführen und natürlich kommen die Themen wie die genaue wissenschaftliche Erklärung unserer Bonobo-Sexualität, unserer Natur, unserer sexuellen Natur, das kommt natürlich erst am Ende, gegen Ende des zweiten Bandes und so weiter, ja. Und so haben sie ja auch wieder hier alles, ja. Und ja, und so, alles lesen kostenlos und ja, und einen anderen Weg, die üblichen Wege, die man so geht, um zu versuchen, irgendwie an mehr ein erfülltes, wirklich glückliches Liebesleben ranzukommen und all diese Hölle, gucken Sie sich all diese Paare auf der Straße an, der Mann eine Riesenwampe, die Frau breit wie ein ganzer Schrank, die Monster wabbeln da entlang, weil der Mensch sexuell in der Zweierbeziehung notwendig genetisch immer total unterbefriedigt ist und dann halt zur Sucht neigt, Alkohol, Grillen und Fressen und Saufen und so weiter. Und dann sind es zwei stinkende und hässliche Ehepartner, die sich natürlich dann eher abstoßend finden, aber dann vielleicht einmal im Monat noch Sex haben und so weiter. Na gut, also das kennen Sie ja alles, das ganz Normale. Ja, also darum geht's. Und der einzige Ort der Welt, wo überhaupt Glück möglich ist. Also, tschüssi, bis bald. Das war jetzt die Wende dazu, nochmal Klartext zu sagen. In der Anekdote vom Gesundheitswesen im alten China, die im Zentrum von Weltrat und Next Scientists for Future stand, steckt das alles drin, weil es ja darum geht, dass man, wenn man versteht, dass wenn
falsch belohnt wird in einem Wirtschaftssystem, dass dann natürlich es dazu kommen muss, dass alle Glückserlebnisse unterdrückt werden, damit die Kaufsucht größer werden muss. Ja? Menschen sind so, nehmen wir ihnen die Glückshormone weg, senken wir ihnen ihren Glückshormonspiegel ab, dann steigt dazu die Kaufsucht, denn wir versuchen uns Ersatzbefriedigungsversuche zu ermöglichen, die den Glücksmangel ansatzweise ausgleichen können, nur mit um den Preis, dass wir dann natürlich durch die Süchte, durch die Esssucht, durch die Alkoholsucht, Zigarettensucht entstellt und stinkend werden und hässlich werden und krank werden und so weiter. Ne? Und das ist die ganze Geschichte. Das heißt also, in dieser Anekdote vom alten China steckt alles drin, bis hin am Ende zu dem, was vielleicht jetzt auch mehr Aufmerksamkeit findet, dass wir der einzige Ort der Welt für die sind, die sozusagen viel mehr Liebe in ihrem Leben haben wollen. Vielleicht sollte ich das auch bei der Öffentlichkeitsarbeit sagen. Ja, hier geht's um viel mehr Liebe in unserem Leben. Viel, viel, viel mehr Liebe in unserem Leben. Und das ist doch, was eigentlich jeder gesunde Mensch sich noch wünscht. Wer total zerstört ist durch die 30 Zentralirrtümer der Menschheit, da ist das natürlich nicht mehr so. Ne? Die total Zerstörten sind nicht mehr so. Ja, also das war's für heute. Der erste Sendung mit dem neuen Schwerpunkt mehr Liebe im Leben. Tschüssi, bis bald.